Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Binding of Isaac. So, das letzte Mal haben wir ja die Challenge gepackt hier. Isaac was good today. Ich weiß nicht, wie ich das freischalte. Ich glaube, da muss ich ein paar Mal irgendwas besiegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde gerne. Doch, ich spiele nochmal mit. Mit ihm. So. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Und ich wollte noch auf die Stats gucken, nicht dumm nehme. Ich habe schon wieder nicht getan. Na, kannst du jetzt. Bitte? Hallo. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Tun. Eigentlich versuche ich gerade. Ein bisschen so meine Fähigkeiten zu verbessern in Isaac. Aber ob ich das so richtig hinkriege, weiß ich noch nicht. Bis jetzt noch keinen Schaden gefressen. Das bedeutet ja schon mal einiges. Selten, dass mir sowas passiert. Ah, fuck. Das wäre fast knapp geworden. Und das Blöde ist hier echt, dass mir halt die roten Herzen überhaupt nicht helfen werden. So. Wäre schon mal der Itemraum und wir brauchen natürlich. Hier ist es ein XL, ist ein XL eben. Scheiße. Muss ich doch jetzt erst. Wir brauchen Schüsse. Genau. Das ist super, dass wir die schon mal haben. Was haben wir hier? Das ist. Brother Bowie. Schießt einfach nur mit mir. Okay. Ja, gut. Unterstützung ist immer gut. Pupsen wir hier hin und kriegen nochmal eine Münze. Das ist super. Ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt die Webcam anhabe. Ah, na komm. So. Stopp. Einfach mal hinpupsen da und machen hier auch nochmal die Flammen aus. Ich glaube. Na gut, wir haben jetzt schon 2, 3, 4, 5 Herzen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber das ist nur, weil wir diesen einen Stein hatten. Hier gibt es definitiv ja dann noch irgendwo einen Raum. Einen Goldraum. Das ist schon mal cool auf jeden Fall. So. Cool. Und ich glaube, aus diesem Haufen können auch ab und zu mal Schlüssel droppen, oder? Ich weiß es gar nicht. In letzter Zeit spiele ich auch ein bisschen The Forest. Ich weiß nicht, ob ihr da Lust habt, sowas mal zu sehen, weil in letzter Zeit, also ich habe jetzt selbst, ich glaube, das wird dann schon oben sein. Ich habe ein Spiel mir besorgt, was ich let's playen soll. Und, also von Amano, ihr werdet da wohl schon die erste Folge gesehen haben und da werde ich das Ganze auch in der ersten Folge erklären, wer er ist, was er macht. Also er hat auf jeden Fall auch einen Channel auf YouTube, der Ganze nennt sich Spieleflut und er hat halt getwittert, dass er Spiele zu vergeben hat an Let's Player und sie sollen dazu dann nur ein Let's Play machen. Und ich dachte mir, oh cool, wäre vielleicht mal was, um was anderes auf meinen Channel zu bringen, weil in letzter Zeit mache ich ja eher so diese Roguelike-Spiele. Aber irgendwie hatte ich so das oder hatte ich das Problem, gar nicht mal ein Problem, also ich mag das Spiel. Ich mag ja an sich sowieso Indie-Games sehr. Das Spiel ist aber auch ein Roguelike-Game. Das heißt, es hat halt nicht wirklich eine Änderung auf meinen Channel gebracht. Deswegen, falls ihr eine Idee habt, ihr könnt mich ja einfach mal in Steam enden von mir aus und könnt ihr einfach mal gucken. Da sind alle meine, also ihr seht ja dann alle meine Spiele und könnt da vielleicht mal schauen, was ihr denn vielleicht gerne sehen wollt. Wir sind jetzt halt Spiele natürlich, die ich schon durchgespielt habe, wie zum Beispiel Murdered. Wo ich dann halt schon eigentlich die Story und alles kenne. Also wenn ihr dann sagt, ja, spiel doch mal das mit Webcam und wir wollen das mal sehen, wie du reagierst. Wenn ihr das bei einem Horrorspiel macht, was ich natürlich schon gespielt habe oder schon Stellen kenne, vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig durchgespielt habe, dann ist das halt, weiß nicht, ob es sich dann lohnt überhaupt. Okay.
Okay, das zieht die Items an, ne? Dieser Magnet. Ja. Okay. Also müssen wir halt dann mal schauen. Ihr könnt ja einfach hier in die Kommentare schreiben. Mein Steam-Profil ist ja verlinkt. Ich glaube, ich habe bei Steam 240 Spiele oder so. Also, da lohnt es sich definitiv mal reinzuschauen. Und, ja, vielleicht kriege ich da durch eine gute Idee, was sehr cool wäre. Weil ich bin echt, so was Let's Plays angeht, sehr ideenlos. Ich hatte da letztens noch gedacht, vielleicht Far Cry 3. Weil das Spiel kenne ich halt auch schon von hinten bis vorne. Ich mag es nicht, wenn ich das Spiel kenne. Ich habe auch viele Spiele, wo ich schon immer ein Let's Play zu machen wollte. Aber, die habe ich teilweise installiert, dann will ich anfangen und dann, keine Ahnung. Das war bei Battleblocks, die hat da so, da war so eine kleine Sache, die war scheiße eingestellt dann bei meinem Aufnahmeprogramm. Ich habe es erst nach der dritten Folge gemerkt und es war so bescheuert, weil ich die Spiele eigentlich gerne blind spielen würde. Naja, aber so ist es dann halt. So, gehen wir gleich mal zum nächsten. Okay. Das ist so ein Gegner, den hätte ich eigentlich nicht unbedingt haben wollen, aber es gibt schlimmere. Es hätte Pi hier sein können oder irgendjemand. Oder falls jemand von euch The Binding of Isaac hat, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, das habe ich bei Holly AP gesehen, das in der Challenge gegeneinander zu spielen. Vielleicht hat da jemand von euch Lust. Könnte man ja auch mal machen. Ich habe mich nur mit diesem Ding noch nie auseinandergesetzt. Oh, wenn ich jetzt noch genug Herzen hätte, hätte ich mir das Messer geholt. Scheiße. Mist! Das Messer wäre so episch gewesen. Das Messer wäre so episch gewesen. Super, ich brauche ihn. Kein Effekt mehr, wollte ich sagen. Oh, fuck. Es wird wieder mehr knapp werden, glaube ich. Und nicht mal sehr knapp. Es wird scheiße einfach werden. Wir gehen da mal rein und gucken. Aber da wird nichts Tolles drin sein, glaube ich. Nicht wegen irgendeiner Kackkiste. Außer es könnten Schlüssel drin sein. Ich verstehe auch nicht, wie man diesem Charakter so ein scheiß Item geben kann. Ja. Jetzt eigentlich schon irgendwie geliefert. Ich bin eigentlich geliefert. Mit einem Herz ist meine Überlebenschance eigentlich schon immer gleich null. Hier drunter nochmal so ein Baum kommt. Okay. Ernsthaft, bitte. Das ist kacke. Ja, gehen wir zum Boss. Oh nö. Ja, und dann trifft mich dieses Kackvieh auch noch. Rain.
Ancient Tears ab. Okay, was habe ich hier? Die Bibel! Lass mich fliegen, ne? Oh Mann. Wir konnten noch nicht mal den Goldraum mitnehmen. Wie scheiße. Und das ist... Nehme ich. Oh Mann. Fuck. Oh Mann, das ist so kacke. So. Okay. Ein Seelenherz, an das ich nicht komme. Yay! Oh Mann. Ich weiß gar nicht, die Bibel, wozu ist die nochmal gut? Ich glaube, damit kann ich Instant Marm besiegen und Instant It Lives, ne? Glaube ich. Wenn ich sie einsetze. Was ja theoretisch ganz gut ist. Und ich glaube, bei dem Teufel und bei Isaac töte ich mich selbst damit. Irgendwie sowas war da. Ich mach mal hier so. Oh. Wirklich? Wir haben sogar relativ viele Münzen. Das ist cool. Dann können wir einfach mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja was Gescheites. Vielleicht auch nicht. Schlüssel wäre gut. Aber wie war es schon in der letzten Folge? Schlüssel hat das Spiel ja keinen Bock. Kein Geld, Schlüssel, habe ich gesagt, bitte. Oh ja, nehme ich. Los, weiter. Noch ein Schlüssel, bitte. Okay. Gut, keine Schlüssel weiter. Immer da rein. Mom's Bra. Okay. Werde ich nicht mitnehmen. Also nur kurz auswählen und... Hallo, gib mir das wieder. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich nehme den mal mit. Besser als gar kein Effekt. Ich glaube, aus dem... Raum teleportieren. Wenn ich nur noch eine bestimmte Anzahl Herzen habe. Seht das jetzt jedes Mal, weil ich so wenig Herzen habe? Oder weil ich blaue Herzen habe? Wenn ich einmal getroffen werde, teleportiert er mich weg. Das wäre scheiße. Okay. Ja, super. Scheiß Item. Okay. Weil wir blaue Herzen haben, macht er das? Das wusste ich noch nicht mal. Und dann nochmal. Kann man natürlich auch sein Leben verschwenden. Gehen wir mal weiter, ne? Theoretisch ist so eine dufte Idee gewesen mit dem Skull. So. Karte, Shop ist da. Oh, und ich laufe in die Stachel. Okay, das war's dann mit The Binding of Isaac. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.